Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Bar Let's Play Black Mesa. Ich bin es, euer MC Muffix. Ja, wir sind endlich draußen, aber draußen ist es gar nicht so schön, besonders wenn man von Helikopters, Marines, Aliens und Minen angegriffen wird. Oh nein! Ja, ich habe jetzt herausgefunden, wie es weitergeht, habe ein bisschen rumprobiert, aber jetzt weiß ich ja. Und jetzt müsste ich es nur schaffen und dann könnten wir es schon weiter und dazu... Oh, der Barnacle, den habe ich ja schon getötet. Ach, Muni verschwenden, so kann sich das. Okay, dann... Präzisionssprünge im Videospielen, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Okay, und weißt du, was ich auch liebe? Es zu schaffen! Okay, ich schneide es einfach alles raus. Der Part, und damit ein herzliches Willkommen. Ach, verdammt, das glaubt mir doch eh keiner. Komm, 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 komm! Ja! Ja! Ja, ich schneide es wirklich raus. Oh, was haben wir denn da? Eine SMG. Nice. Okay, die Muni, glaube ich, können wir gut gebrauchen. Dann können wir erstmal wieder quicksafen, Muni auftanken. Und. Error, schön. Error. Ich liebe Error. Ah, Error, 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 Error. Ich weiß nicht, für die Leute, die irgendwie in der Schule Informatik hatten, also ich weiß nicht, was ihr da so gemacht habt, wir haben so Scheiße gemacht, wir haben Pac-Man programmiert. Und immer, da stand bei irgendwie bei allem, was ich immer gemacht habe, stand immer Error. Deswegen liebe ich Error. Ja, auf! Drecksimble. Okay, was soll ich jetzt machen? War ich jetzt hier umsonst hier oder was? Gott, Sudden Edge. Oh. Ja, natürlich. Oh. Ja, klar. Klar. Gordon, sei gefälligst ein bisschen resistenter. Es waren nur gute 5 Meter. Es tut doch nicht weh. Bist ja eine Pussy. Hast sogar deinen HIV-Anzug. Ja, das ist ein HIV-Anzug. Der überträgt AIDS. Glaubt es mir. Ja, das braucht man, um gegen die merkwürdige anomale Materie, mit der die immer rumexperimentieren, zu kämpfen. Denn sonst würde man sterben. AIDS ist die einzige Chance dagegen. Ja, ist so. Ich weiß. Da muss man schon hier sein MRT haben, so wie Gordon. Gordon. Um das zu wissen. Nein, ein Helikopter! Warum ein Helikopter? Der hat mich nicht gesehen, oder? Flieg einfach weg, ich will nichts. Ich will nichts von dir, ich schwör's. Glaub mir, Heli. Heli, Heli, Heli. Oh, aber die Aussicht sieht hier schon aus. Aus. Ich will nicht. Klar, Mann! Marines und 2000. Da war noch einer. Da war keiner mehr? Ich werde, er springt jetzt sofort. Wenn ich mich jetzt umdrehe, jetzt sofort springt er auf mich drauf. Oh, eine RPG. Oh, super. Jetzt haben wir Munition für eine RPG. Das brauchen wir nur noch. Ah, nein! Nicht die Stelle! Nein! Das war die Stelle, wo ich bei meinem Black Mesa Projekt ungefähr eine Bazillion mal gestorben bin. Bei meinem normalen Half-Life. 1 Million mal gestorben bin. Ne 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 Lütze. Okay, ja, wir können ja nicht weiter. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe Angst. Okay. Oh, ich habe keine Ahnung mehr von der Steuerung. Ich habe jetzt seit einer Woche oder so nochmal gespielt. Geschafft. Okay, wir müssen aber eigentlich gar nicht hinter. Aber das ist ja eigentlich kein Problem. Wir machen einfach. Was? Komm schon, warum sind da immer 1000 Turrets? Ein Turret down. Zweit. Oh! Was soll das? Was soll das? Leute, wie mies. Wie mies. Nein! Ich hab die. Ich bin gerade dermaßen unfähig. Ich will nach vorne gehen und gehe auf einmal rückwärts. Okay. Ich lebe noch! Ich lebe! Ich lebe! Ich bin so glücklich, okay. Gut. Leben komplett aufgeladen. Ey, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ah, super.
Und da ist eine RPG. Und ja, mit der 2,1 Laser können wir den halt verfolgen. Also, oh nein. Und ja, ja, jetzt kommt das Assi. Das kommt jetzt, jetzt wird's richtig Assi. Ja, dann können wir das halt so steuern. Und da ist unser Gegner. Drecksding. Zack, Baby. Leck dich nicht mit Gordon Freaky Man an. Freaky, was? Ja, in meinem Half-Life-Projekt war das noch viel cooler. Ich wusste nicht mal, dass es eine Zielsuche gibt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, wirklich ohne Zielsuche da... Ja, klar! Jetzt hat der auch noch Missiles! Leute! Neuer Plan. Okay, hier bin ich sicher. Wenn ich mich nicht selbst töte. Ey, das ist so hackeschwer. Was war denn das? Okay. Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Wo ist der fuck Heli? Wo ist der damn Heli? Hä? Kommst du auch mal wieder? Der hat aber getroffen. Ja klar, hau noch deine Drecksmissiles drauf. Ey, wie soll man den besiegen? In Half-Life war der immer nicht so assi und hatte es mit Missiles geschossen. Oder zumindest bilde ich mir das ein. Ja, jetzt schießt er. Jetzt hat er gleich ein Missile drauf. Okay, Quick Save. Dann hinter dem Stein verstecken. Zack. Nein, es schießt er. Hallo! Was bist du bitte für ein Heli? Willst du... Heli ist aber schon down, oder? Ich meine, ich habe dem, ich weiß nicht, 5 oder 6 RPG-Schüsse abgegeben. Und der überlebt es. Hallo? Hallo? Okay, hier nochmal 2 Schüsse. Okay, aber der ist doch down. Ich sehe ihn so mindestens nicht mehr. Hallo! Warum trifft er mich? Leute, vor dem Kampf hatte ich voll Leben. Jetzt habe ich 29% Leben. Ist die Welt nicht witzig? Nein. Boah, ich hasse Helikopters. In allen Half-Life-Spielen kotzen die so dermaßen, weil die so überpowert sind. Was ist das? Da ist schon wieder irgendeine Niere oder so. Und jetzt ist sie weggepackt. Tolle Niere. Okay, wo geht's lang? Da lang. Keine Ahnung, aber ich gehe da jetzt einfach lang. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwo runterfalle. Boah, jetzt haben wir schon 34% Leben. What the fuck? Was geht ab? Ich hab gewonnen. I'm a Marine. Und 1, 2 Schüsse von dem und das war's. Spiel ist jetzt immer so sozial und tut jetzt hier keine Marines spawnen lassen. Aber dafür Hackcrabs, die ich nicht mal sehe. Ich meine, sie haben mich schon 3-mal angegriffen, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass sie überhaupt Hackcrabs sind. Kein Bock zu spielen. Hackcrabs. Also, sorry, aber ich habe echt keine Lust, jetzt mit euch zu spielen. Wow! Ich habe für eine Sekunde gedacht, es bricht hier alles zusammen. Okay, schnell irgendwo rein. Irgendwo rein. Ich will nur rein. Und leben. Ganz viel leben. Bitte. Ich meine, das ist so echt typisch Hafer. Du siehst so... Au, au, au. Du siehst so, ey, leben. Yeah, leben. Und dann... Ah! Kommt ein Heli. Und zieht dir das ganze Leben wieder weg. Das ist so klar einfach. Das ist so typisch Half-Life-mäßig. Oh, oh. Ah! Was hier noch ganz zusammenbricht. Oh, Jets.
Oder Bomber. Sehr schön, okay. Dankeschön, Herr Crab. Ich hasse dich auch. Und jetzt ist meine ganz schöne Shotgun wieder so hässlich gelb. Okay, gut. Wisst ihr, dass mich langweilt? Also, komm schon. Spiel. Asiga geht's wohl nicht mehr. Hallo, 100 Hellcrabs werden hier gespawnt, oder was? Ich glaube, das ist. Die Hellcrabs spüren, wenn man wenig Leben hat, dann kommen sie sich und wollen sich mit dir paaren. Wollen die ja wirklich, die wollen sich mit dem Kopf von dir paaren. Mir mal ich selbst. Zieh niemals eine Hellcrab auf deinen Kopf drauf. Außer sie hat Lama. Ach, Lama, das war eine nette Hellcrab. In der sind wir zwar am Arsch der Welt gelandet und mussten ganz alleine nach. Ach, egal. Egal, schaut euch Half-Life 2 an, dann wisst ihr, was ich meine. Sagen wir einfach so, auch weil eine kastrierte Hellcrab ist nicht immer so lieb. Okay, was... was ist hier, Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich habe immer eigentlich ein schlechtes Gefühl in Half-Life. Ich weiß, irgendwo spawnt gleich Leben und dann habe ich noch mehr Angst. Wenn man mit Leben spawnt, dann... Oh! Oh, Energie, Leben, ich liebe dich! Oh, oh. Scheiße. Was wollte ich gerade sagen? Immer wenn irgendwo Leben spawnt, passiert was Schlimmes. Okay, dann gehen wir mal da rein. Hä? Also eigentlich sieht es ja ganz friedlich aus. Oh nein. Oh nein! Okay, wartet, sorry, aber das muss ich jetzt nochmal anders machen. Oh, ne, ich wusste es. Wisst ihr, wie man das viel leichter machen kann? Ja, und der eine überlebt auch noch! Oh. Die falsche Taste gedrückt, sehr schön, okay. Leute, sind die Marines einfach mies. Scheiß auf deinen Arm, ich will da runter. Okay, sind wieder unten. Hier ist es schön. Oh. Oh, ein Panzer! Jetzt wird das Spiel erst richtig assi. Leute, das ist assi. Ein fucking Panzer. Dankeschön, du Pisser. Könnt ihr weggehen? Das ist mein Loch. Oh, ich will doch nur nachladen. Eine Sekunde. Ist das so viel verlangt? Kommt's? Kommt! Jetzt könnt ihr kommen. Jetzt haben sie natürlich Angst, weil hier alle weggeschottet werden. Ich sehe irgendwie keine mehr. Okay, dann würde ich sagen, widmen wir uns mal dem Panzer. Ich hasse dich, Spiel. Echt. Mein Gott, Gordon. Hä? Was denn? Ja, meine Schüsse gehen durch den Panzer durch. Weißt du was? Ich leid bin, dass 1000 Marines gegen mich kämpfen und ich bin ein Gordon Freaky Man. Super, 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 super. Hä? What the fuck? Ich weiß, bin ich gerade gestorben. Ja, es geht so. Mein Tod. Ach, Scheiße, da steht er noch im. Boah, ey, es ist doch schon assig und schlimm genug, dass da ein Panzer ist. Ey, komm, der muss jetzt nicht noch wirklich da oben einen Turret drauf haben. Okay. Jetzt müssen wir das schnell und effizient machen. Duck dich! Ach, denkst du? Ey, das kann man noch nicht schaffen. Hallo? Geh in dein Loch, geh in dein Loch, geh in dein Loch, geh in dein Loch.
Okay. Irgendwas habe ich gerade aufgemacht. Ich weiß leider nicht was. Nee, ich glaube, ich muss den Panzer echt ausschalten. Fände ich schon mal cool, stört ihn nicht. Stört ihn immer noch nicht. Das stört ihn. Und mir fällt gerade auf, das ist ja gar nicht seine Niere. Oh, das ist ja nur sein Hut. Oh, schade. Ich habe gedacht, das wäre seine Nieren oder Innereien oder irgend so. Okay, jetzt habe ich 23% Leben. Bin einer Horde von Gegnern, die mich alle töten wollen. Und habe gerade meine RPG-Munition verballert. Gordon, darf ich dich mal fragen, warum musst du auch genau so durch die Gegnerzentrale gehen? Ich frage ja bloß, mich würde es ja nochmal interessieren, was du dir dabei gedacht hast. Keine Ahnung, so wird's lustiger. Was das lustig ist, dein Tod. Nein, der ist nicht lustig, aber der wird noch ein paar Mal auf uns zukommen. Bitte lass da irgendwas da sein. Super. Ist es mein Auto? Ist es mein Auto? Super. Bringt es ja dermaßen. Okay, komm. Nein! Scheiße, man hätte ja auch hier hochgehen können. Oh, verdammt. Naja. Hätte ich eindeutig besser an den Panzer, hätte ich dann angreifen können, aber egal. Okay, wir haben wieder ein bisschen Leben, keine Energie, aber von einem Anzug. Ah, und hier liegt dann irgendwo was, oder? Schade, okay. Ja, man hätte auch hier rausgehen können, dann hätte man eine bessere Position auf dem Panzer gehabt, aber naja. So viel besser wäre es jetzt auch nicht gewesen. Okay, wenn ich mich nicht ganz irre. Kommt jetzt noch was Schlimmeres? Das ist ein Panzer, oder? So eine Art Flugabwehr oder so. Schützenpanzer. Ein Schützenpanzer. Hä? Hallo, was ist das? Was ist das? Komm, 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 komm. Ja, klar! Gerade denke ich mir, ey, komm! Endlich hab ich das Drecksding überwunden und da! Okay, Quick Save. In schönen großen Kreisen um das Ding rumlaufen. Hä, was hat jetzt auf mich geballert? Ich weiß es nicht. Und schauen Sie mal wieder nur bei 36% Leben. Okay, immerhin kann ich da rein. Supi. Wisst ihr noch die schönen Kämpfe gegen die Aliens? Die waren schon. Ach komm schon, Spiel, das ist jetzt echt nicht mehr lustig. Also, komm, wenn ich da wegen einem Bug da festhänge und dann saumäßig viel Leben verliere, ey, das ist nicht lustig. Okay. Ja, da ist der Penner wieder. Jetzt komm, camp dir einen ab. Hallo! Willst du mich verarschen? Es waren noch niemals drei Leute. Kommt, dann kommt halt nicht. Seid halt Feiglinge wie immer. Oh, komm, ich habe schon wieder nur so wenig Leben. Ey, ich hasse das jetzt. Komm, geh da rein. Oh, danke schön. Also, sowas gefällt mir echt nicht, wenn ich da immer festbugge irgendwie. Aber egal, wir haben es geschafft. Okay, gut, dann bitte lass hier ein bisschen Leben sein. Bitte, bitte, bitte. Ah, was ist denn das für ein Kackraum überhaupt? Das ist ja gar nichts. Oh, super Muni. Weißt du, was mir gerade viel lieber wäre, Muni? Leben. Ein Schalter. Komm ich weiter. Oh, es ist gerade ein bisschen anstrengend, weil ich halt so sau wenig Leben habe. Und die halt über Panzer sind. Das ist nicht so schön. Okay, aber meine ist erstmal ein kleiner Cut und sind dann gleich wieder bei Let's Play Black Mesa. Bis zum nächsten Mal, euer MC Mafix. Ciao.